Hiho und willkommen zurück zu The Darkest Dungeon mit eurem Ron. Und das letzte Mal hatten wir aufgehört, wo wir... eine neue Totengräber. Hey, die kann man immer gebrauchen. Warum nicht? Zack. To those with a keen eye, gold gleams like a dagger's point. Meine Freundin, die Totengräberin. Wie nennen wir dich? Ist immer so eine schwere Sache. Wie nennen wir die Leute so langsam? Fern F2 kann ich ja einfach nicht machen. Dann würde ich mal sagen... Schwierig. 6,5 Stunden später nennen wir sie Liliana. Ja, Liliana klingt gut. Okay. So. Dann wollen wir uns noch darum kümmern, dass die Leute einigermaßen behandelt werden. Gorian ist immer noch auf heiliger Mission. Ah, Sonja, du bist auch so arg gestresst. Und Achilia hat irgendwie Krätze noch. Tetanus. Stimmt, war Tetanus. Heilen wir lieber gleich, bevor hier noch jemand dran krepiert. Ich habe keine Ahnung, was Rabis ist, aber ich will es auch nicht wissen. Und ansonsten Werwolf-Dings. Ach, du brauchst mehr Essen, wenn du Stress hast. Okay, lass mal weg. Und ansonsten, Rare Items. Nichts, was wir in irgendeiner Form brauchen können. Für den Highwayman. Wo ist mein Highwayman? Erias, hier. Weniger Genauigkeit. Aber mehr Speed und mehr Dodge, das ist okay. Und ansonsten würde ich dann sagen, wir machen jetzt gar nicht lange rum, sondern gehen direkt los. Vielleicht noch in die Gilde kurz reinschauen. Nicht in die Gilde, ich meine in die Schmiede. Denn so langsam brauche ich auch Rüstung. Brauche mir aber wieder Rollen. Okay. Kein Problem. Wo kriege ich denn normalerweise Pergamente? Hier. Gut, dann wollen wir hier mal ein kleines Level machen. Erias nach vorne, direkt dahinter. Lord Crane hat mich jetzt nicht so. Aber direkt dahinter Roland, das klingt gut. Dann Orki hat heute auch wieder mal seinen Einsatz. Haha. Und dann noch was Heilendes. Jarvik. Da Orki aus allen Positionen machen kann, darf Jarvik hierhin. Sehr schön. Die Truppe sieht soweit ganz nett aus. Ich würde sagen, brechen wir los. Nahrung können wir diesmal reichlich mitnehmen. Fackeln können wir diesmal reichlich mitnehmen. 2 Schaufeln, Schlüssel. Heiliges Wasser. Und Bandagen. Leute, gute Jagd. Wir müssen ein bisschen trainieren, bevor wir uns an die Bosse ranwagen können. Weil die Bosse sind wirklich knifflig. Und wir sollten zumindest eine gute Truppe aus, sagen wir, 6 Mann haben. Weil ihr wisst ja, die können ja ziemlich schnell wegsterben. 6 Mann ist aber okay. Die dann so Level 3 sind mindestens. Und dann können wir uns langsam an die Bosse wagen. Deswegen kämpfen wir uns gerade hier den Weg hoch. Also ich habe das Spiel noch nie so weit gespielt. Ich habe keine Ahnung, aber das wäre jetzt meine Theorie. All good life from these groves. 100% der Kämpfe. Wir haben eine Schaufel dabei. Und tschüss. Aha, da liegt eine Mumie. Oh, looks well preserved. Jemand, der nicht so viel Stress hat vielleicht. Schnell. Du solltest die Leiche durchsuchen und nicht, keine Ahnung, ablutschen. Das sind nur 2 Gegner. Die haben 8 Leben.
Gibt's da irgendwie einen Haken bei der ganzen Sache? Kommt mir so komisch vor. Also so richtig komisch. Zack, Messer rein. Ah, die bluten nicht. Warum blutet ihr nicht? Ha! Dafür wirst du sterben, dass du nicht blutest. Na okay, das hat jetzt wenig Sinn gemacht. Zack, wieder wechseln. Klack, klack. Wir müssen alle Bosskämpfe schaffen. Nicht alle Bosskämpfe, was rede ich da? Alle Kämpfe. Hi Leute! Du, klack. Und nach hinten. Ah, stressvoll Incarnation. Oh, nice Dodge, Arias. Gute Arbeit. Lasst sie bluten. Hehe. Du wirst erstmal betäubt. Ich möchte keinen Stress mehr von dir. Ja, komm schon! Roland hält das aus! Er blutet. Das ist okay. Mit der Keule. Nächste Runde. Du bist betäubt. Halt die Klappe. Und du wirst jetzt zerfleddert. Und ansonsten... Ha! Messerstich. Sehr schön. Au! Aber mit Riposte. Autsch, trotzdem einen Crit abbekommen. So. Und weiter. Du blutest noch ein bisschen, aber das ist okay. Ah. Jarvik. Ja, natürlich. Und der ist krank geworden. Was hast du denn bekommen, Jarvik? Kein? Nee, du hast... Kannst auch Krankheiten widerstehen? Cool. Leute, ihr braucht nicht alles looten. Ich habe Gegenstände, die euch da helfen. Ich habe die beste Truppe ever. Um uns rum sterben, Leute. Ah, ich tue einfach alles mal anfassen. Oh, Spinnen. Spinnen. Nein. Ich hasse das. Das betäubt. Aber hat nicht betäubt. Sehr schön. Ich hasse das auch. Das vergiftet. Und Arias ist... Oh Gott, Arias. Verdammt. Klack, boom. Weg. Einmal durch. Die Bank. So viele haben die nicht. Heilung. Das Gift muss weg. Cured. Lasst Arias in Ruhe. Er hat widerstanden. Sehr schön. Ja, natürlich. Alle auf den gleichen und Arias. Oh, verdammt. Ein bis zwei Schaden an allen. Die bluten für ein Schaden. Hundebiss, komm schon. Okay. Oh, Arias, dringend heilen. Oh, wenigstens ist er jetzt nicht mehr am Todesbett hier. Und weg mit euch. Gott. So. Och Gott, oh Gott, oh Gott. Echt, das Herz ist gerade stehen geblieben. Ich habe jetzt gedacht, echt, ich verliere ihn jetzt. Direkt wieder ein Kampf. Okay. Und vier Stück. Alle durch hier. Drei bluten, das ist schön. Blanket Fire! Nicht gut. Binden das Gas oder vergiften. Die hinteren kommen noch dran, die kommen noch dran. Die haben nicht so viel Leben. Wir müssen vorsichtig sein, binden das Gas. Und den, den es hätte betäuben sollen, ist natürlich nicht betäubt. Au. Hier, Arias. Protect. Slice and Dice. Au.
Bam! Nimm das wenigstens. So, dann würde ich mal sagen... Oh, nice Crit. Nice Crit. Und ansonsten... Du bist betäubt, du nicht. Ha! Und Dodge. Natürlich. Aber er hat Riposte, das ist gut. Noch was leise, da ist... Ah, aber Riposte. Trotzdem. Au. Every road ends. Nein, deine wird nicht enden. Heilung. Crit Heal. Nice. Ah, du bist betäubt. Du bist nicht betäubt. Ah, nett. Und du hast ihm noch eine mitgegeben. Das ist immer cool. Gib ihm einfach noch eine mit. Cut that shit. Scheiß drauf. Was soll das? Ari. Und noch ein Dot. Natürlich. Boom. Das wird jetzt aber kein Dodge hier. Streitkolben. Ja. Ich tue mein Bestes. Ja, komm. Du bist neugierig. Dann mach auf. Und es ist nichts drin. Ich würde gern Heiltränke mitnehmen, aber... Wer will diesmal aufmachen? Niemand? Gut, dann mache ich das selber auf. So. Erhöht seine Resistenzen. Warum nicht? Schließlich... Ah, hallo? Ah, stressvolle Inkarnation. Mehr Stress. Ich halte diesen Stress nicht mehr aus. Könnten ihn noch schützen. Was macht das? Markiert ein Ziel. Nee, das will ich nicht. Ha! Crit! Und alle bluten sie. Sehr schön. Und ansonsten stun euch beide. Mehr Stress kann ich nicht gebrauchen. Out. Ran for the old god. Roland! Oh, nice dodge oder block mit einem Schild oder was auch immer. Hey! Darf ich dir vorstellen, mein Freund Volver? Revolver. Und ansonsten... Bellow? Alle mal ein bisschen schwächen hier, debuffen. Nochmal ein Rant for the Old Gods. Au! Und das war ein Crit. Ja. Weniger gut. Und er blutet noch dazu. Aber bluten können wir die auch lassen. So. Die sind alle schon geschwächt. Das ist gut. Ha! Dual Lance Avalanche. Wir haben einen Medic dabei. Medic! Und ansonsten würde ich mal sagen... Boom! Mit dem Kolben. Dann stirbst du und du hast noch... den Stun drauf. Hehe. Slowly? Das war mit einem fucking Vorschlaghammer. Na, mach mal ein paar Leichen weg. Warum auch nicht? Mit der Keule! Das tut gut, der Seele. Natürlich können sie das. Alles, was blutet, kann man töten. Ah, ne. Jarvik und Orki, das ist doch... Die streiten sich, wer was looten darf. Ganz ehrlich. Upp, ein bisschen Gold. Aber echt? Ah, Gegner. Wer hätte es gedacht? Sieben Leben. Das heißt, ich habe eine relativ gute Chance zu verfehlen. Aber er auch. Oh yeah. Jarvik. Gute Arbeit. Klack. So geht das. Ein paar Bandagen sind immer nützlich. So. Runter oder rechts? Runter. Und nochmal. Okay. Was holst du denn? Fleisch. Da liegt
vergammelndes Fleisch rum. Und du hast nichts Besseres zu tun, als es einfach aufzuheben und... Njam, njam, njam. Okay, das können wir locker machen. Wir haben noch eine Schaufel. Seid ihr hier? Ah, das sieht gut aus. Und sie sind surprised. Besser kann das ja gar nicht laufen. Klack. Hi! Und die zwei da hinten erstmal wegmachen. So, bluten lassen wir sie trotzdem alle. Mich selber marken ist gerade keine so gute Idee, also tun wir sie erstmal alle erstmal schwächen. Sehr schön. Du machst nix. Du machst auch nix. Und was macht der Dicke? Oh. Ah! Aber das ist okay. Das ist okay, das ist völlig in Ordnung. Giftgranaten! Sie sind vergiftet, sie sind einfach alles. Hier durch. Wow. Das war viel Schaden. Bam. Aber er ist noch nicht tot, verdammt. Aber Kanzleis. Ah, nice Dodge. Das hätte schon böse ausgehen können. Du stirbst auf jeden Fall nächste Runde. Du wahrscheinlich nicht, deswegen. Römst mit der Keule. Heilen. Wir können gerade heilen, der andere stirbt sowieso früher oder später. Aber wir können auch verfehlen. Genau, wir können verfehlen. Dann halt mit der Keule drauf. Das war jetzt nicht das, was ich meinte mit der Keule drauf, aber okay. Dann beißt ihn halt Ari weg. Sehr schön. Und damit ist es beendet und ich gehe auch hier raus. Einfach weil... Meine Truppe ist ziemlich angeschlagen. Ich will niemanden jetzt verlieren oder opfern. Wir haben Gier bereits erlebt. Und er ist gestorben, wie alles andere hier. In diesem grausamen Gebiet. Yay, wir kriegen so viel Zeitlupe. Ah, nur Erias? Was kriegst du? Armored Thinker. Das ist gut. Aber er kriegt mehr Stressdamage hier unten. Das ist weniger gut. Aber so schlecht war das gar nicht. Und Gudgorian ist auch wieder hier. Yay. Gudgorian ist wieder Godfearing. Das heißt, er kann nun... Das haben wir erst weggemacht, aber nein, er ist es wieder. Und es ist niemand mehr krank, die Leute sind einigermaßen wenig gestresst und wir haben auch relativ verantwortungsbewusst genug Geld. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Liliana kriegt dieses Grave Robber-Ding. Und Gudgorian könnte ich hier was anderes geben. Weniger Heal-Skills? Oh ja. I am restless. Ach, kann er das nur einmal anziehen? Okay, das kann er nur einmal anziehen. Dann könnten wir das eigentlich verkaufen. Yep, verkaufen. Und damit war's das schon wieder bei The Darkest Dungeon mit eurem Ron. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye, bye!